Gerade eben der Main Event zu Ende gegangen um die Mittelgewichtskrone und ich grüße neben mir Roman Kapanow und Arash. Arash, ich spreche zuerst mit dir, um dir noch eine kleine Verschnaufpause zu gönnen. Ein sehr harter, brutaler Kampf zu Ende gegangen. Dein Schützling hat jede Menge Nehmerqualitäten bewiesen. War dir im Vorhinein klar, dass dein Schützling so viel einstecken kann? Also wir wussten, dass Roman sehr viel einstecken kann. Das ist ganz klar, wer gegen so einen Topfighter wie Abu Azaita antritt, der sollte schon Nehmerqualitäten haben, egal wie gut seine Deckung ist oder auch nicht. Prinzipiell ist es so, Abu ist ein super Fighter, kann man nicht anders dazu sagen. Roman hat geclincht, guter Druck oben, Abu hat gute Defense dabei gehabt. Ich wusste, dass Roman viel einstecken kann, aber dass er so viel einstecken kann, war schon wieder ein kleines Wunder. Aber nichtsdestotrotz, wer kämpft, kann auch verlieren. Wir haben die Chance genutzt, gegen die Nummer 2 zu kämpfen. Ich würde das jedes Mal nochmal machen. Natürlich lernt man aus Fehlern, aber es ist für Roman wichtig gewesen, dass er auch mal gegen einen richtig, richtig guten Fighter antritt in Deutschland, damit es auch mal wirklich weitergeht für ihn. Auch für uns. Wir haben andere Ziele. Wer fightet, kann verlieren. Und wer gegen Abu Azaita verliert, was soll's. Das heißt, es geht weiter. Wir werden härter trainieren. Wir werden ein paar Sachen ändern. Dass der Mann gut war, wussten wir. Wir haben uns speziell darauf vorbereitet auch. Aber es hat nicht gelangt. Der Bessere hat heute gewonnen. Aber das ist, wir lassen den Kopf nicht hängen. Wir sind ein Fighter, wir sind ein professionelles MMA-Team. Wir machen weiter und werden das durchziehen bis zum Ende. Rein vom Papier her lagen ja ganz klar die Vorteile bei Roman auf dem Boden. War das auch der Gameplan, so schnell möglich auf den Boden zu befördern? Ja, wir wussten schon, dass wir mit normalen ringerischen Aktionen normalerweise sehr schwer gegen ihn ankommen würden. Ich denke, da würden wir Roman nochmal fragen, wie die Power-Situation war, wie viel Druck er dagegen angekriegt hat. Ja, ich muss halt sagen, ich wollte es in Kauf nehmen, getroffen zu werden und wollte ihn halt unbedingt runterziehen. Aber was ich unterschätzt, ich muss sagen, er hatte viel Power. Also er war schon sehr stark, was bei meinen bisherigen Gegnern einfach nicht der Fall war. Aber es ist mir vollkommen, ich werde immer wieder kämpfen, immer weiter. Ich liebe MMA, ich liebe mein Team. Es tut mir leid, dass ich die Leute enttäuscht habe, die an mich glauben. Aber das, ich kann noch weiter wachsen, ja. Ich habe wieder mal, was soll ich sagen? Ich werde weitermachen. Es ist egal, was passiert. Es ist so. Wir werden uns auf weitere Gegner vorbereiten, ganz klar. Wir hatten die Chance, gegen Abu Azaita zu fighten. Es ist eine Nummer 2 gewesen, oder ist die Nummer 2 in Deutschland. Es ist ein Top-Gegner. Wir wollten es, wir haben es gekriegt und wir sind glücklich damit. Wir werden aus den Fehlern lernen und wir werden weiter trainieren und das Ganze hart aufbauen. Wer fightet, kann verlieren. Das ist einfach so. Ja? Und heute war er der Bessere und man sieht das einfach nächstes Mal. Wir werden einfach an unseren Fehlern arbeiten. Respekt an das ganze Team, an Abus Team. Ist ein guter Gegner gewesen, Top-Fighter, top-professionell vorbereitet. Wir waren auch nicht gerade ohne. Wir haben 3 Monate, 4 Monate auch konstant trainiert, bis zu 2 bis 3 Trainingseinheiten am Tag. Das muss man auf dem Niveau machen. Hat nicht gelangt, mein Gott, wir lernen daraus und ziehen es weiter durch. Aber Roman, wir als neutrale Zuschauer können dir sagen, du hast alles andere als enttäuscht. Du hast mit viel Herz gekämpft, sehr viel auch gearbeitet. Du hast gerade eben auch nochmal die Kraft angesprochen. Also rein auf der Waage, du, Abo musste abkochen. Bei dir hatte man den Anschein, dass du ohne Probleme das Gewicht auf die Waage bringst. War es auch gerade diese Kilo-Unterschied? Also ich wiege normal 80 immer. Da war es jetzt bei Wegen 81. Ja, ich sag, im Kampf konnte man deutlich den Gewichtsvorteil bei Abu sehen. Aber ich will das auf keinen Fall auf den Gewichtsvorteil runterschieben. Er war einfach besser anscheinend. Ich hatte eine falsche Taktik und ich muss einfach besser werden. Das war's auch. Das war kein Gewichtsunterschied. Auch wenn er jetzt viel mehr wog oder so, es ist scheißegal. Wäre das aber kein Anlass für dich in Zukunft zu sagen, ich gehe ins Weltergewicht? Nein.
Keine Ahnung. Gut, wir werden das natürlich noch ausarbeiten und wir werden das erörtern, das ist ganz klar. Nach dem Kampf ist man natürlich auch sehr emotional und sagt dann manchmal Sachen, die vielleicht auch nicht überlegt sind. Aber Sport lebt von Emotionen, so muss es auch sein. Ja. Aber ich sag einfach nur Folgendes dazu. Wir sind ein Profiteam, wir werden weiter ackern und das ist seine erste Niederlage und, in dem Bereich und wir werden aus den Fehlern lernen. Wir werden stetig an uns arbeiten und wir werden noch stärker zurückkommen. Das ist ganz, ganz klar. Das heißt, Roman wird noch stärker zurückkommen im nächsten Fight auf der Respect und wir werden uns auf die Respect FC vorbereiten und das wird ein übles, übles Ding. Das heißt, wir werden richtig, richtig ackern und alle Fehler ausmerzen, die überhaupt da gestanden waren. Aber wie gesagt, gegen einen Fighter wie Abu Azaita zu verlieren, ist überhaupt keine Schande. Ist ein Top-Mann. Wer fightet, kann verlieren. So einfach ist das Ganze. Sehr schöne Kampfansage auch für die Zukunft. Noch kurz zum Abschluss. Abu hat einen Punkt abgezogen bekommen. Wo hat der Referee auch genau gesagt, weshalb? Das war schwer zu sehen. Ich habe selber nicht verstanden. Okay. Ich habe mich selbst gewonnen. Ich wäre lieber in der Position geblieben. Okay. Das war für mich etwas komisch. Ja. Er hat zwar den Punkt abgezogen gekriegt, aber ich war in der besseren Position eigentlich, fand ich. Und egal. Solche Sachen passieren in einem Sport. Zum Abschluss sollen euch noch die letzten Worte gehören. Bitte, ich fang bei dir an. Danke an unseren Sponsoren, Phantom, und danken uns für die Unterstützung. Und wir werden, wie gesagt, ich kann euch eins sagen, wir werden noch härter trainieren. Wir sind zielstrebig und wir werden daran ackern. Das heißt, egal was heute war, es wird abgehakt. Wir werden noch stärker zurückkommen. Alexander Neufang wird auf der Respect kämpfen. Roman Capranov wird auf der Respect kämpfen. Und die Gegner können sich schon mal hart anziehen, weil das da war eine Niederlage für Roman. Aber wir sind nicht hier auf dieser Welt, um immer Niederlagen einzustecken. Das ist nicht unsere Natur. Und das wird sich auch ändern. Das heißt, wir werden das nächstes Mal volle Rotze durchziehen. An die Gegner, zieht euch warm an. Hier gehört das letzte Wort. Ja, ich liebe alle, die mich unterstützen. Also, mir tut es wirklich weh. Ich fühle mich, als ob ich sie in den Stich gelassen habe. Ja? Aber es passiert halt. Ja? Es ist Kämpfen. Und ich werde noch stärker zurückkommen. Tut mir leid, ich Sensei. Ich bin stolz auf Roman. Herr Roman hat sein Bestes gegeben. Er hat hart trainiert. Er hat wirklich hart, hart trainiert. Aber es ist nicht schlimm. Im Kampfsport geht es nicht immer um Gewinnen oder Verlieren, sondern es geht um Perfektion. Und das streben wir an. Wir werden es durchziehen. Heute war eine Niederlage, aber wir werden verstärkt da rauskommen. Das ist ganz, ganz klar. Sehr schönes Schlusswort. Alles Gute für die Zukunft. Danke. Kopf hoch.